So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 5. Jetzt hier im neuen Jahr. Und ja, in der letzten Folge hatten wir, wie ihr schon gesehen habt, natürlich den Turm, den Barrierenturm jetzt schon geschafft. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Mur, zum Dorf, wo natürlich die Geburtsstätte von Exdev ist. Wir machen uns jetzt hier schon mal auf den Weg. Also hier können wir schon mal kurz zum Schokobo-Wald gehen. Hier gibt es noch ein Schokobo hier. Ist das ein Weibchen? Wir können nicht auf ihr reiten. Naja. Leider können wir noch nichts machen. Aber müssen wir jetzt nochmal durchwandern. Magamu. In der Zwischenzeit können wir kurz mal trainieren gehen. Und ja, ich habe jetzt einen kleinen Beschwörungszauber gelernt, der uns ein bisschen helfen könnte. Im Laufe der Story noch. Das zeige ich euch dann gleich. Und zwar, ich habe jetzt den Beschwörungszauber, was mich früher mal kurz versteinert hatte und meine ganze Sache dann ruiniert hatte. Und zwar den Zauber. Ist es nicht etwa irgendwas mit Versteinerung oder sowas? Das müssen wir mal nachschauen. Hier sind sehr viele Zerreißer hier. Aber es ist sehr gut, dass wir jetzt ein bisschen kurz trainieren können. Bevor wir dann jetzt dann ins Wald von Mur gehen. So, dann machen wir mal schön Feuer an. Also gibt es ja dann nichts mehr anders. Oh shit. Das ist das Viech, das uns jetzt ja richtig Probleme bereitet hat. Katabletus. Der uns manchmal versteinern kann, eins nach dem anderen. Aber ich weiß nicht, sind wir jetzt da richtig? Weil es sieht so aus. Sieht so aus, als wäre da hier kein weiterer Gegner mehr hier, keine Ortschaft hier. Normal ist nur doch eine Ortschaft. Jetzt muss ich wieder schneiden. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch einen Weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gehen muss, weil ich bin jetzt echt planlos. Mal kurz dann mal nachchecken den Guide, weil ich habe jetzt echt, bin ich jetzt planlos. Weil ich glaube, hier bin ich ja richtig. Hm.
Das ist ja alles. Schließlich sind sie, dachten sie, weil sie sich hinter den Fachwärtsig einfallen. Ja. Gesuchte Wald, aber wo liegt das überhaupt? Gut, ich werde mal kurz Cut machen. Bis gleich. Oh, ich bin in der falschen Kontinent gelandet. Ich trottel. Naja, wir müssen jetzt mal kurz wieder Rückzug machen. Denn hier kriegt es leider nichts hier. Wir können nur ein bisschen nichts anderes tun als zu trainieren. Und das wollen wir natürlich jetzt nicht. Ich sollte mal endlich mal verpissen hier. So. Dann machen wir uns jetzt mal Kürteltiere. Gehen wir schon ziemlich auf den Piss, wisst ihr? Wir sind jetzt leider in der falschen Ortschaft gelandet, Leute. Tut mir sehr leid. Das war nicht die Ortschaft Moor, weil ich habe gedacht, das ist natürlich ein Waldstück oder was, aber da ist nur ein Chocobo, der uns leider nichts wohin bringt. Gehen wir wieder zurück zu U-Boot. Wir müssen natürlich zum nächstgelegenen Kontinent, und zwar südlich von hier. Da ist ein kleiner See. Ein kleiner See, wo natürlich auch Moor befindet. Und da werden wir uns dann richtig schön versorgen. So, wir sind jetzt leider falsch geraten. Auf der Karte müssen wir dann natürlich hier, wo der andere weiße Punkt ist, nach unten. So, dann gehen wir mal dort nach oben. Und da sind wir schon. Im Dorf von Moor. Hier ist es sogar. Mann. Dann können wir jetzt ein bisschen mit der NPCs mal kurz reden, was die wissen. Woher seid ihr denn? Dass es tatsächlich mal jemanden bis hierher verschlägt. Die Legende besagt, dass vor 500 Jahren etwas Wunderschönes im Wald im Osten verborgen wurde. Begierde ist oft aller Laster Anfang. Der Wald von Moor lebt und er wacht über den Siegeln, die das Verborgene beschützen. Den großen Wald von Moor im Osten kann niemand betreten. Außer man hat jetzt irgendetwas Besonderes. Die NPC muss jetzt ein bisschen zur Seite gehen, damit ich jetzt ein bisschen mich versorgen kann mit neuer Magie. Ah, da haben wir jetzt mal die stärkeren Waffen. Vigra. Wir haben jetzt auch die Sache. Vigra ist natürlich die beste Magie jetzt vom Frühjahr. Ich kann jetzt kurz mal die Rüstungen kaufen, damit wir dann vorbereitet sind für das Schloss Moor. Also für das, nicht für das Schloss Moor, es ist natürlich das normale Ortschaft Moor. Mitra kaufen wir auch noch. Zwei Diamantrüstungen brauchen wir.
So. Also wir müssen jetzt sehr vieles dann herrichten. Höhere Verteidigung bekommen die beiden jetzt. Und ich glaube, der Rest werden wir dann verkaufen müssen. Was wir nicht so großartig brauchen. Schleife heben wir auf. Goldhaarnadel heben wir auf. Das Blutschwert wird ja... Heben wir mal auf, glaube ich, noch. Die Hypnokrone. Diamantrüstung habe ich... Habe ich die schon angegeben oder nicht? Nicht. Lel. Na gut. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir ein bisschen bessere Sache, aber magiemäßig sind wir nicht sehr gut vorbereitet, aber das müsste auch reichen. Lena bleibt weiterhin eine Beschwörerin, das ist sowieso klar, weil sie sowieso mit den Beschwörungen sehr gut umgehen kann. Dann haben wir noch zwei Nichtroben. Und waffenmäßig... Wir werden jetzt noch sehr vieles nur nichts anderes machen als nur Waffen einkaufen in Moor. Also wir werden jetzt nicht so vieles Großartiges besorgen können. Luftmesser. Das Tänzermesser hebe ich noch auf, by the way. Liebeshandschuhe nehmen wir auch, heben wir noch auf. Zauberhut können wir mal wegwerfen. Drillhandschuhe brauchen wir auch nicht mehr. Wir auf. Wir haben physischen Attacken aus. Das war ja ziemlich nützlich. Erhöht die Stärke, aber ich glaube, die Kraftreife brauchen wir möglicherweise jetzt nicht mehr. Vormundklinge heben wir auf. Der Dunkelbogen wird jetzt eher kaum genutzt, weil wir so jetzt nicht nur als Schützen nehmen. Todessichel können wir... Nicht, aber ich glaube, den Diamantenschild brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Stirnband brauchen wir
auch nicht mehr. So, wir haben jetzt nicht so viele Waffen hier bei uns. Was wir jetzt noch tun können, ist jetzt noch den Tränkeladen zu finden. Aber ich glaube, der ist sowieso im Inn. Ja, da ist es auch sogar. Können wir uns ein bisschen jetzt mal versorgen. Überhaupt. Naja, High Potions, das wäre auch jetzt ziemlich nützlich. Wir brauchen noch mehr davon. Ich glaube, das müssen wir dann bald genug haben. Wir werden jetzt nicht sehr vieles mehr machen, außer wir haben jetzt nur noch ein bisschen trainiert. Aber ich glaube, wir werden jetzt dann für eine gewisse Zeit jetzt nur trainieren. Damit wir ein bisschen mehr Geld haben. Und ich glaube, ich werde jetzt mal Galuf jetzt statt ein Samurai jetzt wieder zum Mönch machen. Weil er so jetzt sehr gut critten kann. Und weil er sowieso gemeistert hat, bis zum... Ende. Und ich glaube, es wird jetzt schon reichen, glaube ich, dann. Einmal nur noch mal übernachten. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen kurz trainieren. Weil hier wird es dann richtig ernst. Es tut mir leid, dass wir jetzt heute nicht so vieles erreicht haben, weil wir müssten jetzt natürlich rausfinden, wo wirklich Mur war und so weiter. Aber Hauptsache, wir haben jetzt rausgefunden. Wir werden jetzt ein bisschen außerhalb von Mur noch trainieren gehen, bevor wir dann nach Osten gehen. Denn hier hinter dieser... In diesen Dingens befindet sich tatsächlich dann die Sache hier, also ihr wird schon die Kämpfe hier. Also das der Wald von Mur ist nicht ganz ohne, muss ich schon ehrlich für euch noch erzählen. Jetzt sind wir natürlich immun, war ja klar. Mal sehen, wie viel Schaden machen die. Na, gute Schaden. Als Dragoon. Und die Zerreißer sind natürlich immun gegen Blitze. So, dann werden wir mal kurz jetzt ein Zelt nutzen. Nach 100%ig brauchen wir sehr viel Äther mit, weil hier wird es jetzt richtig ernst, weil das wird... Der Wald von Mur wird wahrscheinlich einer der emotionalsten Stellen in Final Fantasy V sein. Die Leute, die... Die werden das schon bald herausfinden, was ich damit meine.
diejenigen, die noch nicht Final Fantasy V gespielt haben. Für die Leute, die schon Final Fantasy V bereits gezockt haben, privat oder schon at Let's Play, wissen es schon bereits, was dann als nächstes passiert. Wir können jetzt ruhig dann bald uns auf den Weg machen zum Wald von Moor. Ich glaube, ich werde jetzt mal Bart jetzt doch zu einem Ritter machen. Ich werde jetzt mal das hier auf Schilde okay machen, damit er ein Schild tragen kann. Jetzt werden wir mal kurz noch ein Zelt setzen. Und dann machen wir uns dann im nächsten Part weiter auf den Weg zum Moor, also den Wald von Moor. Da werden wir ein bisschen Probleme haben, aber wir werden es durchziehen. Im nächsten Part geht es dann direkt gelassen weiter. Wir müssen mal trotzdem den zweiten Safe lassen. Also, das war es auch schon jetzt von mir mit Final Fantasy V, obwohl wir nicht so vieles erreicht haben. Wir sehen uns im nächsten Part, dann geht es dann direkt wirklich los jetzt mit dem Wald von Moor. Also haut rein, macht's gut und falls euch dieser Part gefallen hat, gerne ein Like da lassen und gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!